Hallo zusammen. Wir können jetzt endlich anfangen. Wir freuen uns, Volker Krause hier begrüßen zu können. Und er wird uns über seinen Privatsphäre respektierenden Routenplaner erzählen. Er wird auf Englisch sprechen, aber wenn Sie die Übersetzung hören möchtet, dann gibt es das hier hinten von den Dolmetschern. So if you want to hear a German translation, you can listen to it here in the booth. So, dann bitte ein Willkommen, ein herzliches Willkommen für Volker. Okay, so what is this about? So, worum geht es? Ihr kennt doch bestimmt alle diese Features, in denen in zum Beispiel Google Mail, aber auch woanders. Mit Gmail kann man seine E-Mails lesen und dann bekommt man auch schon solche Buchungsinformationen. Sind das jetzt Bordkarten vom Flugzeug oder Zugtickets, und das kann man dann direkt in seinen Kalender integrieren. Und man hat dann schon quasi die ganze Route, die ganze Reiseroute auf einer Übersicht. Das kostet auch alles nichts, außer vielleicht euren Daten. Das klingt also nicht so schlecht, aber wenn man sich mal anschaut, um was für Daten es da eigentlich geht bei solchen Reisen, dann ist natürlich klar, dass da euer Name, eure Kreditkartennummer, eure Passnummer und andere Informationen verarbeitet werden. Aber das ist noch nicht mal das Schlimmste dabei. Denn diese Betreiber sehen nicht nur eure bestimmten Reisedaten, sondern wenn diese Information kombiniert wird, dann ergibt das weitere Informationen, wie zum Beispiel eure Beziehungen zu anderen Leuten, eure Interessen, euren Wohnort und so weiter. Jeder von euch ist in den letzten Tagen nach Leipzig gereist. Wenn das alle paar Jahre passiert, dann kommt da einiges an Informationen zusammen. Also, was können wir da machen? Eine einfache Lösung wäre ein bestimmter Dienst. Das funktioniert so lange, wie du nicht in einem anderen Land bist und die anderen Sprachen da nicht spricht und du dann nicht mit so Sachen wie dem Schienenersatzverkehr äquivalent oder sowas zusammenstößt. Ab dann musst du tatsächlich verstehen, was auf deinem Trip passiert in irgendeiner Form. Idealerweise hast du dann 15 verschiedene Anwendungen, die du für deine Reise benutzt, und dafür braucht man einfach was Besseres. Das führt uns dann tatsächlich dazu, was können wir selber tun? Wir können das dann also direkt vom Anfang für Privatsphäre auslegen. Das ist jetzt natürlich nicht komplett klar, dass das sofort funktionieren wird. Google, Apple, USW haben alle verschiedene Ressourcen und verschiedene Methoden. Können wir das tatsächlich selber bauen? Lasst uns doch mal anschauen, was sie brauchen, damit sie funktionieren. Stellt sich raus, es geht hauptsächlich um Daten. Es sind ein paar schwierige Kleinigkeiten in Form von Code da drin, zum Beispiel Image Processing, solche Dinge. Alles das gibt es aber schon Open Source als vorgefertigte Bausteine. Man muss es nur sinnvoll zusammenbauen. Lass uns also die Daten anschauen, das ist der interessantere Teil. Da gibt es dann also drei verschiedene Sorten für.
Das erste ist in Anführungszeichen persönliche Daten, also Buchinformationen, Dokumente, USW, Tickets, keine Ahnung. Du hast selber Zugriff dazu, das wird zu dir gesendet, damit kannst du es auch selber verwalten. Das musst, da hast du natürlich Schwierigkeiten, das zu extrahieren, das musst du dann irgendwie hinkriegen. Die zweite Art von Daten sind Static Data. Das ist zum Beispiel der Ort, wo der Flughafen ist oder die Busstation oder was auch immer. Das könnte sich natürlich verändern, aber es gibt auch so Rumore, dass da neue Flughäfen gebaut werden. Ich wohne in Berlin. Das ist aber dann tatsächlich ein bisschen schwierig. Also, statische Daten müssen immer da sein, wo halt gerade die Software released wird. Jetzt ein paar Monaten Delay. Das kann man einfach mit Databases machen, die es schon gibt. Du bist damit nicht selber anschaubar, sondern halt nur dieser Datensatz. Die dritte Kategorie sind dynamische Daten. So Sachen, die es sehr kurz gibt, so Sachen wie ICE 505 ist verspätet, solche Dinge. Das können wir nicht lokal machen, das brauchen wir auf jeden Fall online, da müssen wir auf jeden Fall was anderes machen. Lass uns doch mal diese drei Kategorien nochmal in größerem Detail durchsuchen. Für die Buchdaten hatte Google das genau gleiche Problem. Die haben ihr Monopol dann also benutzt und einen Standard identifiziert, unter dem dann andere Anbieter auch handeln müssen. Das ist toll, wir können es einfach auch benutzen. Das heißt schema.org, das ist lesbar. Wenigstens in Europa und den Vereinigten Staaten kann man das einfach gut machen. Da findet man dann Events, Buchdaten und Flüge, so und so. Dann gibt es noch den Rest, das ist einfach nur unstrukturierte Daten. Das sind dann E-Mails und so weiter. Es gibt Apple Wallet Boarding Passes, das sind Apples eigene Boarding Passe. Die werden hauptsächlich für Flugtickets und sowas geschrieben. Das kann man auch mitbenutzen, allerdings nicht bei jedem User. Und dann gibt es Barcodes. Das kriegst du auf Boarding Passes, Zugtickets und so weiter. Wahrscheinlich kann man einen ganzen Talk mit Barcodes füllen. Ich denke, da gab es auch vor ein paar Jahren mal einen Vortrag zu, wo gezeigt wurde, wie man damit arbeitet. Da gibt es den Instagram-Hashtag BoardingPass und da kann man eine ganze Menge Testdaten draus rausziehen. Und auch der auf deutschen Zugtickets, da gibt es auch schon eine ganze Menge Forschung zu. Und in Italien, da wurde mal der komplette Inhalt dieser binären Barcodes veröffentlicht. Und die VDV-Kernapplikation E-Ticket, das ist die normale Art, wie diese deutschen Barcodes aufgebaut sind. Und wenn ihr euch dafür interessiert, da gibt es Details, eine ganze Menge zu. Dann kommen wir zu den statischen Daten. Natürlich haben wir da Wikidata und da kann man eigentlich alles finden, was man braucht. Und das benutze ich auch sehr viel. Etwas, was bei Wikidata noch nicht perfekt ist, ist die Zeitzoneninformation. Und da greife ich meistens auf OpenStreetMap-Daten zu. In Wikidata gibt es
gibt es drei Arten, die Zeitzone festzulegen. Also entweder ist das menschenlesbares Format wie mitteleuropäische Sommerzeit, aber es kann auch solche Formate haben wie Europe/Berlin. Und dann gibt es natürlich auch noch die Zeitverschiebungsanpassung. Und wenn man jetzt zum Beispiel von den USA nach Europa fliegt, in genau der Nacht, wo die Zeitumschaltung stattfindet, und wir dann eine Stunde falsch liegen, dann kann es sein, dass jemand dadurch seinen Flug verpasst, und das wäre ja schlimm. Deswegen verwendet Wikidata drei verschiedene Zeitzonenformate und wir nehmen OpenStreetMap-Daten. So, dann ein weiterer Bereich, wo es noch Verbesserungspotenzial gibt, sind diese verkäuferspezifischen Stations-Identifier. Da gibt es zum Beispiel die Alpha America Identifiers. Das ist auch in Barcodes auf Tickets enthalten. Und da kann man herausfinden, wo die Leute hinreisen. Und das kann auch in Wikidata einfließen. Bei Flughäfen ist das sehr einfach, die sind international standardisiert. Bei Bahnhöfen ist das noch ein bisschen schwieriger. Dann haben wir noch dynamische Daten. Hier hat Google ein Monopol. Die ganze lokale die Information ist in Google Maps enthalten. Und so können lokale Transportbetreiber ihre Zeitpläne an Google senden. Meistens passiert das aber so, dass sie das als offene Datenformate veröffentlichen, und so können wir alle darauf Zugriff erhalten. Dann gibt es noch Navizia, das ist eine kostenlose Software, mit der man seine Route planen kann, und die speist Daten aus diesen verschiedenen Zeitplänen ein, und wir können die dann wiederum weiterverwenden, um beispielsweise die Zeitpläne herauszufinden, Verspätungen und so weiter. Apple Wallet hat auch Live-Updates, ein Mechanismus dafür, aber das ist ein bisschen kritisch, weil da Daten geleakt werden, wie zum Beispiel eindeutige Identifizierungen zu Pass, zu Pässen können dort freigegeben werden, und das kommt also nur zum Einsatz, wenn es wirklich keine Alternative gibt. Und sonst gibt es noch proprietäre APIs, die man verwenden kann, aber oft sind die nicht kompatibel mit kostenloser Open-Source-Software. Zum Beispiel darf man die API-Keys nicht teilen, und da gibt es dann auch noch andere Bedingungen. Manchmal funktioniert es, aber manchmal funktioniert es eben auch nicht. Und da gibt es auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial. Und wir brauchen einen offenen Zugang auf die Daten. So, das war's jetzt von der Theorie. Dann lasst uns mal noch in die Praxis schauen und das anschauen, was ich tatsächlich gebaut habe. Es gibt zwei Backend-Komponenten. Das ist die Extraktionsbibliothek. Das ist ein Schema.org-Datenmodell für zum Beispiel Hotels, Restaurants und Veranstaltungen. Und da kann man strukturierte Daten rauslesen. Das klingt vielleicht einfach, aber es war ziemlich schwierig, denn bei manchen Betreibern hat man zum Beispiel JSON-Array-Encoding, und das war ganz schön schwierig, weil man da halt die Verbindung zwischen zwei Objekten herstellen kann und muss, und manchmal war es das ganz schön schwierig gewesen, und wir haben da Workarounds finden müssen, Parsing.
Dann gibt es noch die unstrukturierte Extraktion. Das sind quasi kleine Skripts, die spezifisch für einzelne Betreiber geschrieben werden und die Regex verwenden, um die Eingaben zu verarbeiten. Ich denke, wir haben momentan etwas mehr als 50 davon, aber es ist nicht unmöglich. Wir haben die Mittel dazu und ich denke, wir können zu einem ähnlichen Ergebnis kommen wie die entsprechenden Google Apps. Die Abdeckung ist ein bisschen anders. Bei Apple habe ich gesehen, dass die zum Beispiel viele US-Autovermietungen haben und wir haben zum Beispiel die Congress-Tickets und ich konnte tatsächlich mit der App reinkommen und wir ergänzen das mit Daten aus Wikidata. Die Eingangsformate sind quasi alle, die ich eh schon gesagt habe. Das ist einfach das normale Zeug, was du in einer E-Mail auch bekommst von einem Provider, halt HTML, MIME und so weiter. Der zweite Teil der Backend-Teile ist die Transportationsbibliothek. Das ist die API für Nomizia hauptsächlich. Da gibt es dann auch noch proprietäre. So zum Beispiel das, was die Deutsche Bahn benutzt, PKPass. Und da kann man dann automatisierte Backend-Stores schreiben. Ein paar Tage vorher wurde das auch noch unterstützt von der Wagenstandsanzeige in Deutschland. Alles das ist quasi jetzt auch in der App drin. Dann gibt es dann noch die App selber. Es ist sehr schwierig, das gerade hier zu lesen. Das ist hauptsächlich eine Timeline mit der verschiedenen Buchinformationen, die du hast. Die kann die Wetterinformationen live einfügen und ist alles online access, das heißt, das ist optional, das kann man auch ausmachen. Es ist halt praktisch. Man kann es wahrscheinlich nicht lesen, aber das ist mein Zug nach Leipzig, den ich diesen Morgen genommen habe. Das ist das Ticket, mit dem ich in den Kongress gekommen bin. Die Box ganz oben ist die wegmachbare Gruppe für den Trip dahin. Das ist das Wetter. Kann das Ticket anzeigen und die Barcodes und Apple Wallet Passes und alle speziellen Pässe, die man hat. Teilweise gibt es dann da nämlich manuelle Kontrollen an zum Beispiel Flughäfen, wo sie das nicht automatisiert scannen, sondern selber vorbeikommen. Das ist dann praktisch, dann kann man nämlich einfach seinen Barcode vorzeigen. Zumindest ich wurde dafür noch nicht verhaftet. Dann haben wir noch ein paar von meinen Lieblingsfeatures, die auch von Wikidata übernommen wurden. Das ist die Powerplug Compatibility. Das heißt, wenn du zum Beispiel nach Amerika oder in die Vereinigten Staaten nach England fährst, dann hast du andere Steckdosen. Und in manchen Ländern ist es, das weiß man natürlich bei England und den Vereinigten Staaten, aber in manchen ist es auch so, wo man es gar nicht weiß. Zum Beispiel in Italien und in der Schweiz, wo dann manche Sachen nicht funktionieren. Das rechte ist für das Vereinigte Königreich, wo überhaupt nichts kompatibel ist, außer deren Steckdosen.
Das ist super nützlich, wenn man halt rumfährt. Natürlich hat man dann noch Integrationen mit Realtime-Daten, sodass man quasi Verspätungsinformationen oder Plattformänderungen anzeigen kann. Der Teil in der Mitte ist das für Züge, wenn man ein Zugticket hat, dass man mit einer gewissen anderen Verbindung einhalten muss. Dann wird einem auch der Ersatz, falls man einen Teil dieser Kette verpasst, angezeigt. Der Screenshot rechts ist die gesamte Strecke und die gesamten Statistiken deiner Strecke. Falls sich dein CO2-Impact interessiert, wird er da auch angezeigt. Außerdem Strecke. Ich war damit nicht ganz erfolgreich, hauptsächlich weil die Daten dazu nicht ganz korrekt sind. Aber ja, da gibt es ungefähr alle Daten, die dir helfen, das zu tracken. Um Daten da reinzubringen, haben wir noch ein Plugin für E-Mail-Clients. Da kann man dann die Extraktion aus der E-Mail nehmen, zeigt dir, was darauf angezeigt wird und lässt es dich einfach nach KDE Intinary verschieben. Das kannst du dann zum Kalender hinzufügen oder auf dem Kalender anzeigen oder halt zu diesem Handy schicken. Dann gibt es noch die Browser-Extension. Das ist die Website. Das ist eine Website-Extension, wo die Extension die Website ausliest, mitbekommt, dass dort ein Event ist und vorschlägt, das hinzuzufügen, entweder zum Kalender oder in die App. Das funktioniert auch sehr gut bei vielen Restaurant-Webseiten oder Event-Webseiten. Die haben diese Dateiformate und Metadaten in ihren Webseiten drin für die Google-Searches. Die können wir einfach dementsprechend auch auslesen. Dann kommt der experimentelle Kram, der in den letzten paar Tagen erst fertig gemacht wurde. Das ist noch nicht mal öffentlich. Das erste ist, wenn du vorher die Timeline gesehen hast, hat es das Congress-Ticket und das Zug-Ticket getrackt. Das ist aber nur die Zugstation nach Leipzig. Ich muss aber immer noch von zu Hause zur Zugstation und von der Zugstation zum Kongress kommen. Und was wir jetzt haben, ist quasi ein automatisches Skript, der diese Lücken ausfüllt mit Vorschlägen zum Vorgehen. Zum Beispiel der Trip vom Congress zurück zur Bahnstation ist auch ein Expander, der da auch ist. Man muss immer noch ein bisschen Arbeit einstecken in die tatsächliche Navigation, das Realtime-Tracking, was da reingeht. Aber dafür sollte man auch OpenStreetData-Daten nehmen können. Das ist wortwörtlich gestern passiert, deswegen sind die Grafiken davon so ein bisschen basismäßig. Das ist aber das Wagenlayout von den Zügen, zum Beispiel von ICEs, sodass du dann weißt, wo du einsteigen musst, wo dein reservierter Sitzplatz ist und wie das geht. Danach gibt es dann noch ein Work-in-Progress-Plugin für tatsächlich alle E-Mail-Programms, für tatsächlich noch ein anderes E-Mail-Programm. Das vorherige funktioniert nur für K-Mail. Es macht funktional genau das gleiche wie das für K-Mail. Es schlägt dir auch vor, diese Reisen in die App hinzuzufügen und ja. Das nächste ist noch experimenteller. Ich kann euch nur ein Bild vom Code zeigen, das beweist, dass es tatsächlich was extrahiert.
Das ist die Nextcloud-Integration. Ich hoffe, wir werden im Januar tatsächlich einen funktionierenden Prototyp dafür haben. Die zwei Sachen sind natürlich wichtig, damit du überhaupt zu den Buchdaten kommst. Mehr so als die anderen Sachen, damit das alles andere funktioniert. Wo kann man das denn herkriegen? Es gibt einen Wiki-Link, der ist auf der Tafel. Die App ist momentan leider weder in, im Play Store noch in der im F-Droid Repository. Ich hoffe, im nächsten Monat werden wir offizielle Releases in die App Stores kriegen. Was wir gerade haben, ist ein bisschen schwierig. Solltet ihr interessiert sein, darin uns zu helfen, es gibt zum Beispiel Verbesserungen der Daten, führen direkt dazu, dass sich unsere Arbeit verbessert, bessere Integration der Zugstationen wäre trotzdem hilfreich. Zum Beispiel haben hunderte von Bahnstationen in Deutschland noch immer keine Geotracking-Daten. Dementsprechend wäre es wichtig, spezifischere und genauere Daten über die Orte und über die Properties dieser Zugstationen zu kriegen. Außerdem brauchen wir Testdaten für die Extraktionen, deswegen vergesst das mit Privacy erstmal, dass, falls ihr irgendwelche persönlichen Daten habt, die ihr zum Support donaten wollt, dann könnt ihr das natürlich machen, allerdings gefährdet das eure Privatsphäre. Redet mich an, falls ihr helfen wollt, indem ihr eure persönlichen Daten kurz aufgibt. Wir sind nicht Google. Fragen? Das ist ein sehr gutes Projekt, glaube ich. Haben wir denn Fragen? Wäre es möglich, Plattform-Lift Daten für Bahnhöfe zu extrahieren? Plattform-Lift Data. Also Aufzüge? I think Deutsche Bahn has an ich open data mal, API for the live Bahn status da of lifts. Die Daten veröffentlicht für Aufzüge in den Bahnstationen. That would of course in theory be possible. Und das wäre also theoretisch sicherlich möglich. What we are trying to do wir is to be generic enough so that this might not be applicable in just one country. Dass unsere App nicht nur in einem also Land it is very European kann. Focused because most of the team wir is haben there. Einen europäischen Fokus, but Lyft da is something that is easy enough liegt, to generalize in a data model, right? Ja, ich denke, it's location Aufzüge on the platform and are they working or not? Und so yeah, that, es geht natürlich auch darum, ob diese Aufzüge nun gerade funktionieren oder nicht. That goes into the entire direction of, und das geht dann schon stark in Richtung Indoor Navigation or navigation around larger train stations and airports. So that's probably something. Also, where we could use a better overall display with the OpenStreetMap data and then augment that with like the where exactly is your train stopping and in which coach is your seat and then Zug have the lift genau data so we can Aufzug basically guide you Sachen to the right place in a better und way. Und dann wird yep man da besser weitergeleitet. Any more questions? Yes. Is the mobile app written in Qt as well? Yes. Die mobile App auch in Qt most geschrieben? Most of this is C++ code because that's das meiste ist C++ code, weil das ist was wir bei KDE benutzen. The mobile client as well. There is a bit of Java for platform ebenso integration with der Android mobile Client. Auch ein bisschen in Java. I don't think anyone has ever tried to build it on iOS, but of course it works on Linux-based mobile platforms as well. Ich denke nicht, dass es jemand versucht hat, nach iOS zu portieren, aber es läuft auf Linux. So you mostly talked about the mobile app so far, which is understandable, but as it's a QML application, does it also run on desktop? And second question, how do all the plugins and du the hast different viel über mobile Anwendungen gesprochen. Funktioniert das auch auf dem Desktop?
So yes, the app runs on desktop. I was trying to see if I can actually start it here. Ja, die App läuft auf dem Desktop. Not sure on which screen it will end up. Bin nicht sicher, that's where we do most of the development. Bildschirm die Anwendung jetzt angezeigt wird. Let me see if I can move it over. Oh, thank you. And now I need to find my mouse cursor on the two screens. I think I need to end the presentation first. But yeah, short answer, of course. There we go. Die kurze Antwort nochmal. Ja, selbstverständlich läuft sie auf dem Desktop. Yep, so that's it running on desktop. It has a mobile UI there. Das ist die Anwendung that could of course be extended to be more useful on the desktop as well. Wir könnten sie noch erweitern, damit sie auf dem Desktop nützlicher and wird. In terms of storage, that is currently internal to the app. There is no second process accessing the actual data storage. That would just unnecessarily complicate it for now, but if there is a use for that, yeah, we'll need to see. Yeah, but there was an option in the email plugin, for example, to send it to the app. Can I then only send it to my local app and not to the mobile app? Oh, the send to app, that's using KD Connect. That's an integration software that allows you to remote control your phone from the desktop. So that's basically bundling up all the information and sends it to the app on the phone. Or it can import it locally. So man kann es auch lokal importieren. Okay. Do we have other questions? Gibt es weitere Fragen? No, we don't have time. Wir haben leider keine Zeit mehr. Das heißt, keine Fragen mehr. Thank you very much, Volker. Maybe you can tell people where they can find you if they have anything more they want to talk about. Kannst du den Leuten noch erzählen, wo sie dich finden können, falls sie noch Fragen haben? Yeah, I mean, there's my email address. Meine E-Mail-Adresse ist hier unten. Around, all day, all 4 days. Around where? Congress somewhere, so that is a bit tricky. Catch him before he runs away, schwieriger werden. All right, so give a round of applause again, and also thank you, Volker. Applaus bitte für unseren Sprecher und vielen Dank.